Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal lief es ja nicht ganz so gut. Wir hatten leider Gottes wieder eine Mimik getroffen und ja, die Mimik hatte unser Team schon zur Hälfte zerlegt. Und dann kam noch ein Boss oben drauf. Und ja, dann war unser Team endgültig vernichtet. Nichtsdestotrotz, nach dem letzten Mal habe ich hier mal die ganzen Baracken und so weiter durchgeguckt und mal den Veteran aus unserem Team hier retiren lassen, habe mal die Normalos einen Job annehmen lassen und auch schon mal ein neues Team zusammengestellt. Und ich würde einfach sagen, wir gehen einfach dahin, wo wir beim letzten Mal verkackt haben. Also, wir sehen uns dort. Okay, Leute, wir sind wieder hier. Wieder dort, wo die Zombie-Prinzessin auf uns wartet. Ich habe übrigens das Team ein kleines bisschen hier dran angepasst. Also ich habe jetzt nicht mehr das Bluten, sondern Exterminate dabei. Das wird uns wahrscheinlich auch gegen die Minions helfen, die die Zombie-Prinzessin bzw. Skelett-Prinzessin die ganze Zeit beschwören kann. Weil wenn wir die off-finishen, dann können wir mehr auf die Prinzessin einprügeln und das wird auf jeden Fall wichtig. Ich hätte am liebsten eigentlich auch zwei von denen dabei gehabt, aber ich habe leider keine zweite gute Waffe für den Hunter. Oh, wir haben eine Heilung, wenn wir angreifen. Also wir haben Vampirismus ganz leicht. Ich würde oben lang gehen, weil dort haben wir einen Schrein und ein Blessing ist eigentlich immer nett. Bitte was? Healing Effects use on Party Members grant 90% mehr Leben. Ja, das ist auf jeden Fall gekauft. Also 90% nochmal Leben obendrauf. Das ist fast eine doppelte Heilung. Da brauche ich gar nicht überlegen. Wir werden auf jeden Fall oben lang gehen. Je nachdem, wie unser Geld steht danach. Entweder beim Shop oder wir prügeln uns. Obwohl ich den Shop eigentlich generell bevorzugen würde. Das Ding hat gerade nach rechts geguckt. Ich hab's gesehen. So, und diesmal keine Mimik im Run, bitte. Danke. Ich mach mal direkt den Schild von dem da weg. Im Übrigen, beim Healer habe ich auch eine Technik ausgetauscht. Nämlich habe ich ihnen den Live-Shock mitgegeben, statt dem Blitz, der alle nach hinten schiebt. Weil das kann Untoten auch Schaden machen und sie sogar stunnen. Deswegen habe ich das hier mal mitgenommen. So, Crit. Hier, Live-Shock. Damit kann ich einen von denen stunnen. Und auch gut Schaden machen. Es ist halt wirklich ein Safe-Stun. Und somit dann auch in Kombination ein Safe-Kill. Gegen Zombies ist das richtig gut. Ja, dich hauen wir einfach mal kurz in Stücke. Dann hau ich dich auch direkt weg. So, wir haben direkt zu Anfang nur zwei Zombies jetzt vor uns. Das Problem ist nach wie vor, dass die Zombies sich hochboosten, was den Schaden angeht. Ich expose mal ein, dann kann ich den leichter verprügeln. Oh, ein 25er Crit. Heile ich ein bisschen. So, den Live-Shock mache ich auf ihn. Dann ist der mal gestunt. Wenn ich jetzt einen Frost mache, dann kann ich den einen schaden und den anderen sogar umbringen. Ja, für den Notfall.
Mach mal ein bisschen später deinen Zug. Waka! Oh, den Kampf haben wir richtig dominiert. Wie viel ist das Ding nochmal wert? 53. Also wir wollten auf jeden Fall oben lang gehen, weil wir dort einen Goblin mitnehmen können. Ah, da war ein Ambush unmöglich. Ich dir zeigen Finger der Macht. Die Zombies sind wichtiger, dass wir den niedermachen, als den Necromancer. Nimm mal die Dunkfalle mit. So, das ist wichtig und richtig, dass wir das immer triggern. Weil das ist ein richtig starker Heal. Nicht Taubenmonger, hört auf ihn zu schlagen. Hau die eine runter. Oh, war ein Krieg. Ja, Doppelschuss. Okay, einen sogar gefinisht. Charge! Ich habe sogar einen gestunt. Komm, trigger dich. Ja, reicht nicht, um den Insta zu killen. Diese Zombies. Warum auf den? So, direkt den nächsten starten. Oh ja, heebie-jeebies. Jawollo, es hat sich getriggert. So, dich mache ich auch direkt weg. Je weniger von euch, desto besser. Doppelter Crit. Und tschüss. Du kommst nicht dran. Ich würde gerne noch einen Heal machen. Ja, ist jetzt auch egal. Da habe ich ihn halt tot gepiekst. Steinchen.
Ah, ist genügend Geld, dass sich das lohnen würde, zum Shop zu gehen. Also dann können wir so einen Kampf vermeiden. Was hat denn der Shop Schönes für uns im Angebot? Fine wares. Erstmal das traden. Stun Chance, Armor plus 5. Das hier will ich auf jeden Fall mitnehmen. An honest bargain. Ich würde gern zumindest ein bisschen Heilung mitnehmen. A fair trade. So, den Damage gegen Undead kriegt tatsächlich unser Schütze. Weil er mehrere gleichzeitig angreifen kann. Okay, die haben beide Hardhead. Aber er hat wesentlich bessere Werte. Ganz ehrlich, der ist sogar besser als mein jetziger, wenn ich ihn den Stuhl ausrüste. Also soll er ihn ruhig ersetzen. Dann rüste ich ihn einfach eben kurz den Stuhl aus. Er hat halt wesentlich bessere Werte als mein anderer Verteidiger. Oben ist besser. Diesmal ist nicht so kampflastig wie davor. Also wie beim letzten Run. Außerdem können wir hier gut was harvesten. Material ist immer gut, weil das brauchen wir ja zum Verbessern der Höhle. Nature's Bounty. Ey, lieber so eine Centipede als eine Mimik, ne? Die Mimik, die hält halt 3 bis 10 mal so viel aus, sobald sie sich in die Verteidigung hockt. Und ja, teilt auch wesentlich heftiger aus. Deswegen lieber so einen komischen Käfer als eine Mimik. Die Mimik hasse ich nach wie vor. Wenn ich die sehe, dann denke ich mir auch eigentlich jetzt mittlerweile, ey, ich kann eigentlich direkt abandonen. Wenn ich die sehe, dann weiß ich, ich schaffe den Run nicht mehr. Außer, es ist natürlich kein Boss da, das wäre ein Segen. Du wirst verteidigt. Dich beschütze ich, mein Freund. Komm, aktivier dich. Mensch. Jetzt habe ich den Finger in der Macht. Ganz gerade noch so ein bisschen hinauszögern. Bis der Akolyt noch zum Heilen kommt. Genau das wollte ich. Jetzt kann das Vieh ruhig umfallen. Viel zu spät. Fall hätte sich wesentlich früher aktivieren müssen. Da war es schon zu spät. Das Heil-Item nehme ich gerne. Kann ich das Ding eigentlich auch überraschen? Steht die Möglichkeit? Nein. Das Ding hat Ohren.
Vielleicht kriegen wir eine Waffe, wenn wir scavengen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. The Goblin sift through the mess to discern what treasure might still be salvageable. To their delight, they chance upon a weapon in pristine condition. A precious find amiss in the aftermath of the skirmish. Wir haben eine Special Weapon bekommen. Eine Special Weapon, die absolut nichts bringt. Danke, Geld. Da haben wir oben die Möglichkeit, einen Goblin zwar mitzunehmen, aber ich würde es definitiv sein lassen. Also bei der Karte haben wir es ja gerade gesehen. Ich meine, dass ich die beide schon habe. Man kann hier, wie gesagt, Gene nachgucken. Ruthless habe ich nicht. Laut dem im Verzeichnis hier, oder? Nee, doch, da links, Ruthless. Ruthless und Flabby habe ich. Ja, die habe ich alle schon. Ich ihn hier. Schick ihn aber nach Hause. Waren jetzt beide nicht so gut. So. Hier unten hätten wir nur einen normalen Gegner vor uns. Auch wenn hier oben ein Goblin ist, in Tough Battle, vor allem könnte das ein Mimic sein, will ich vermeiden, wenn ich weiß, dass ich einen Bossgegner vor mir habe. Dass ich wirklich mit maximaler Kraft da reingehen kann. Auch wenn ich Heil-Items habe. Na, schade, kein Ambush. Autsch! Aua. Lass die Hose runter. So, dich stun ich. Es ist so praktisch, dann einen Safe-Stun zu haben. Er ist tot. Nein, lass den Akolyten in Ruhe. Diese Fähigkeit finde ich nach wie vor lustig von ihm. Weil es mir unter anderem auch teils hilft. 1 HP. Warte mal. Ich wollte Exterminate haben. Ihn kann ich langsam machen. So, verzieh dich. Ich zeig dir den Finger, der macht. Stinkefinger. In dein Gesicht. Heile dich. Hau euch zu, ich block eh. Das wollte ich noch abwarten. Zack. Und tot. Diesmal habe ich die richtigen Fähigkeiten auf jeden Fall für den Job auch dabei.
Was haben wir denn hier? An old lamp. As the goblins wander on their path, they chance upon a filthy old lamp. Half buried in the dirt, in the realms of menfolk, such vessels are said to contain large blue muscular creatures. A belief that seems absurd to the goblins. Nonetheless, they can't help but wonder if there might be a glimmer of truth to the tales. Es gibt eine 10%ige Chance, eine 20%ige Chance, 10 Power dazu zu kriegen, wenn ich das anfasse. As the goblins reach for the lamp, they dust it off with a few gentle brushes from their hands, before proceeding to rub it vigorously. After a few long moments of silent anticipation, they eventually abandon their efforts. Okay, sie haben es sein gelassen. Okay, wir haben jetzt gleich einen Bosskampf vor uns. Ist hier irgendwas, das mit uns kämpfen will? Nö. Dann können wir die Heilitems tatsächlich verkaufen, weil sie bringen uns hier nach nichts mehr. Musst du sie nicht verwerten. Das ist mir auf jeden Fall praktisch. Ansonsten gucken, was ich mir sonst noch so leisten kann. Holz brauchte ich auf jeden Fall. An honest bargain. Ich kann mir einen Knochen damit noch holen. A fair trade. So. Ich glaube, das gebe ich ihm hier. Wenn Tomemonger irgendwen tötet, dann heilt er sich damit auch. So, jetzt kommt unser Rematch mit der Zombie-Prinzessin. Beziehungsweise mit der Skelett-Prinzessin. Diesmal machen wir sie fertig. Diesmal haben wir nämlich unser ganzes Team. Long dead and decayed to bones, wanders the woods endlessly searching. Diesmal sind wir wesentlich besser vorbereitet. Vor allen Dingen haben wir halt unser gesamtes Team diesmal. Die Prinzessin, die braucht man nicht intercepten. Wir sind frei. Stimmt, Exterminate kann man in der ersten Runde gar nicht nutzen. Ich mach mal Expose auf der. So. Life Shock? Ah, okay. Sie kann das resisten. Schade. Aber das sollte ja funktionieren. So, den einfach instant schon mal vorbereiten. Vergessen wir nicht, sie kann die auch boosten. Ja, genau das meinte ich. Ich weiß schon, warum ich den Heal-Prayer habe. Weg mit dir! Ich sag nicht, dass die schwach ist. Aber wir haben trotzdem bessere Chancen als beim letzten Mal. Komm, trigger dich. Schade. Sie darf nicht dazu kommen, die zu boosten. Den zu töten ist gerade wichtiger. Oh ja, heebie-jeebies. So, weg mit ihm. Das war wichtig. Komm, aktivier dich.
Das würde den hinter dir töten. Ich intercepte ihn. Das war eine gute Entscheidung, ihn zu intercepten. Aber unser Hunter ist leider trotzdem tot. Der hat halt übelst hart von dem einen kassiert, der geboostet wurde. Von dem hat er übelst stark kassiert. Dich verteidige ich. Du bist so wichtig. Tschüss. War sogar ein Crit. Und noch einer weg. Sie darf die nicht boosten. Genau das meinte ich. Nein. Der haut sonst zu stark zu. Erstmal den da weg. Staggering hit. Ist ein bisschen doof, dass wir jetzt einen verloren haben. Wenn ich diesmal verkacke, dann muss ich wirklich erstmal trainieren gehen. Das Dumme ist, ich komme kaum dazu, auf die Prinzessin einzuschlagen. Weil sie hat halt ständig ihre Untertanen bei sich und wenn ich die nicht aufhalte, dann boostet die sich. Die boosten sich so extrem. Ich komme nicht dazu, die Prinzessin anzugreifen. Ja, da ist schon wieder einer geboostet. Weg. Ich glaube, ich muss echt erst einmal hier die noch mal boosten. Also die Raiders, damit sie die hier stets one-hitten können. Weil ich komme echt nicht dazu, die Prinzessin anzugreifen. Wir können eigentlich schon wieder abenden. Was soll ich machen, wenn ich die nicht mal angreifen kann? Muss auf einen Crit hoffen. Kein Crit. Warum musste der Hunter vorne stehen, als der eine am Ausrasten war? Warum kommt denn nicht der Verteidiger vorne stehen?
Okay, jetzt komme ich wenigstens mal dazu, der eine Runde zu hauen. Sie selber greift ja nie an. Sie holt nur die ganze Zeit ihre Kameraden da. Ach, die ist immun gegen Knockback. Verdammt nochmal. Hat die sich hochgehalten durch meinen Angriff? Ich glaube, bei der sind so solche Moves unwirksam. Das ist ja auch nochmal richtig fies. Dass ich solche Moves bei der vergessen kann. Der hier war wichtig. Machen wir Leistschock auf ihn. Dann ist der gestunt. Bitte genau den boosten. Damit er absolut unwirksam ist. Ja, auf den kannst du draufhauen. Ja, jetzt rächt ich das CBGBs. Ich habe ja darum gebeten, dass genau der geboostet wird. Okay, Leute, es hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Ich habe wahrscheinlich so ein, zwei Runden, nachdem der Hunter gestorben ist, einen Cut gemacht. Ey, ich bekämpfe die Trulle hier jetzt wirklich schon seit einer Dreiviertelstunde. Die ist so abnormal widerlich mit ihren Kameraden, die sie die ganze Zeit ruft. Aber die ist jetzt endlich tot. Es hat so lange gedauert, die umzunieten. Ich habe mich jetzt extra mal aus dem Bild gepackt, weil ich irgendwas erwarte. Ja, mein Stick, ne? Von unserem Hunter. Er hat sich geopfert. Ich erwarte jetzt irgendwas. Ich denke mal nicht, dass ich ihn nochmal kämpfen muss. As the goblins approach the village of Brightwood, an unexpected scene lies before them. Various orcish articles are strewn along the path, with no orc in sight. There is no battle or carnage to be seen, only empty homes, still filled with provisions unplundered. The goblins stand alone amidst the desolation. Nothing but the whisper of the wind to greet them. Wo die wohl hin sind? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Wo sind die hin? Ja, im Warmwetter ist es leider ein bisschen schade, ne? Ja, wir haben wenigstens einiges an Material mitgenommen. Glob refers to turn, but the leer is full. Inform the Orcish Commander of the Desolation witnessed at Brightwood. Und dann wissen wir ja, wo wir beim nächsten Mal schon hinwollen, ne? Also wir können jetzt gerade eben kurz auf der Karte gucken. Ja, zu Greenshaws. Ich glaube, da muss ich nicht mal kämpfen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas aufwerten können. Ich meine, für alles, was man aufwerten will, braucht man mindestens 40. Ich kann mal eben kurz rumschauen. Ich habe jetzt rumgeschaut. Aufwerten kann ich nichts. Ich habe beim Händler schon mal verkauft, was wir mitgebracht haben gerade. Also beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall die Orks informieren, was da passiert ist. Wir haben 10 Seen. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwo eine nützliche Fähigkeit freischalten kann. Das hier wäre eventuell eine Methode. Ich hole mir dieses Thunder, falls ich bei den anderen nichts Besseres sehe. Okay, damit kann ich jemanden safe stunnen. Und sogar nach vorne holen. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Würde ich statt der Snare Trap tatsächlich gerne mitnehmen.
to keep the wicked at bay. Dann kann ich jemanden stunnen und safe nach vorne holen und wenn dann ein Raider danach drauf folgen kommt, kann er mit Wacky ihnen einfach 3 Schläge ins Gesicht geben. Ich denke mal, mit 5 kann ich jetzt aber nichts weiteres holen. Ich kann aber... Komm, Leute wie ihn haben wir zuhauf. So, dann können wir hier noch eine weitere Seele dazu holen. Dann haben wir jetzt 7 Seelen. Dann können wir uns hier auch noch Thunder holen. Das würde ich statt Defenden mitnehmen. Dann hat er nämlich auch noch zusätzlich eine Fähigkeit, die auch nützlich im Kampf ist. Gegen den Gegner, falls er schon am Intercepten ist. Dann kann ich damit auch die Rüstung weghauen. Und zusätzlich kriegt er dadurch ja auch einen Armor dann. Also ist das dann auch nicht negativ. Ja gut, ne? Die Skelettprinzessin haben wir nach einem ewig langen Kampf fertig gekriegt, sie down zu kriegen. Wäre der Hunter nicht instant hingerichtet worden, wäre es wahrscheinlich wesentlich schneller gewesen. Aber was soll ich denn machen, wenn er halt instant so hart einer aufs Maul bekommt? Er wurde ja wirklich komplett aus dem Leben genommen. Der hatte gar keine Chance, sich zu verteidigen oder überhaupt nach hinten zu gehen. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich aber ciao und bis dann.